Haben doppelt. Ziehe nur den Faden am Anfang unserer letzten 14 Maschen durch, von innen nach außen. Und häkeln 25 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25. Schneiden den Faden ab und beenden unsere Arbeit. Machen das gleiche nochmal am anderen Ende. Dazu halten wir unser Schürchen hier. Einfach so zusammen. Und häkeln den Faden jetzt wieder von innen nach außen ein. Auch hier wieder 25 Luftmaschen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So. Wir beenden unsere Arbeit. Überprüfen noch einmal, ob die Fäden gleich lang sind. Korrigieren hier, wenn nötig. Und fertig ist unser Schuh. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Nachmachen und beim Zugucken. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.